Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht weiter hier in Bowsers Festung. Wir sind aktuell in einem Raum, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie es jetzt weitergeht. Wir haben hier auf jeden Fall drei Bowser-Würfel. Guck mal, hier ist erstmal noch so ein unsichtbarer Block. Mit noch einem Ahornsirup, das ist geil. Haben wir im letzten Part nämlich noch zum Ende genommen. Und kann ich jetzt irgendwas machen? Kann ich irgendwie schieben oder so? Das wird ja nicht das Ende sein. Hier passiert erstmal nicht viel. Hier kann ich schieben. Okay, cool. Alles klar, Herr Kommissar. Weiter geht's. Düt, düt. Ja, ich bin gespannt, was uns hier jetzt noch erwartet. Wir haben jetzt, wie gesagt, einen von zwei Räumen geklärt, glaube ich, gleich. Okay. Ein Würfel. Ein Würfel? Ein Save Point? Und wieder dasselbe wie eben. Hilfe. Okay, diesmal lässt sich der verschieben. Wir brauchen einen Schlüssel. Oh. Oh. Warum werden wir geheilt? Kommt jetzt etwa ein Bossfight oder ähnliches? Mini-Bossfight? Gott, warum kommen wir zu Frame-Einbrüche? Ah. Okay, ich gehe einfach mal rein. Let's go. Und denke mal darüber nach, ob wir jetzt wirklich hier einen Bossfight haben. Stimmt, oder? Okay. Was soll ich tun? Und bitte? Also es hat gerade eigentlich alles nach Bossfight geschrien, wenn ich ehrlich bin. Nö, also unsichtbar ist schon mal... Also, ja. Explodieren tut hier nichts. Hä, was ist das für ein Raum? Was soll ich tun? Nichts passiert hier. Ja. Unsichtbar war doch auch nichts, oder? Nö. Hä? Koopa, Koopario. Mich selber unsichtbar machen vielleicht? Kommt jetzt jemand? Nö. Ich habe keinen Plan. Hä? Muss ich das verstehen? Okay, warte. Ich gehe nochmal kurz auf Watt. Da geht es hier irgendwo weiter. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch hier. Unsichtbar ist aber auch nichts. Jetzt. Alles klar. Im Geheimraum, im Geheimraum. Nicht schlecht. Okay. Superbeben. Und jetzt smash ich da einfach mal mit Koopa noch durch, oder? Mit einem schönen Flammensturm. Da gibt es ordentlich Erfahrungspunkte, glaube ich. Euer Panzer. Ah, schade. Zweimal überlebt. Die halten ordentlich was auf, aus, die Hammerbrüder, ne? Die haben viele Erfahrungspunkte. Alter. Shit, ich bin ganz klein. Oh Gott, ich glaube, meine Angriffskraft sinkt jetzt, ne? Ich hoffe, es reicht trotzdem, um die zwei zu besiegen. Baby Mario. Jo, alles klar. Aber schöne Erfahrungspunkte. Nicht schlecht.
Kann ruhig öfter passieren. Okay, dann haben wir jetzt bestimmt so eine Art Bossfight. Okay, jetzt haben wir nochmal einen Ahornsirup bekommen. Ich glaube, den würde ich auch gleich mal usen. So, und dann weiter. Ja, dann geht es nämlich hier weiter bestimmt. Ja, da ist der Schlüssel. Warte, ich gehe nochmal kurz mit What hier durch. Okay, hier ist nix. Was eine Verarsche. Wahnsinn. Nicht schlecht. Okay, dann sind wir hier jetzt auch fertig. Dann gehen wir zurück in den Raum und gehen durch das Türchen, oder? Frage ist halt wirklich, kommt jetzt gleich ein Bossfight? Weil ich muss mich hier ständig heilen. So ein Miniboss oder so? Oder ist das wirklich einfach nur für die Quote, sag ich mal? Aber hier ist auch ein Speicherpunkt. Sieht schon nach einem Boss aus eigentlich. Wenn auch kein großer. Also Bowser ist wahrscheinlich noch nicht. Aber es ist bestimmt ein Boss. Schon wieder so ein Tor. Hä? Okay, hier kann ich überall nicht schieben und unsichtbare Dinge sind hier auch nicht. Wer hätte das gedacht? Weiter wirst du nicht kommen, denn ich, Pech für dich, lass dich nicht vorbei. Aber wenn du willst, gebe ich dir noch eine Chance. Du schaffst es ohnehin nicht. Willst du es wagen, klar? Hahaha, das ist natürlich völlig zwecklos, aber versuch es ruhig. Das nur, weil ich so ein sanftes Herz in meinem steinernen Brust habe. War ein Witzwurm. Möchtest du wissen, was ich für dich vorbereitet habe? Ja. Machen wir ein kleines Quiz. Einige meiner Leute werden hier rauskommen. Deine Aufgabe ist es, dir ihre Anzahl und Farben zu merken. Anschließend musst du meine Fragen korrekt beantworten. Wir wissen beide, dass das völlig unmöglich ist. Gott. Aber wenn du 5 Fragen richtig beantwortest, darfst du passieren und du darfst nur 2 Fehler machen. Natürlich wirst du garantiert 3-mal daneben hauen und musst dann die Konsequenzen tragen. Los geht's. Oh Gott. Okay. 1, 2, 3. Lilane, 4 Gumbas. Die Zeit ist um. So, sag mir, wie viele Koopas du gesehen hast. 3. Das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird's härter. Nächste Frage. 1, 2, 3 rote, 1, 2, 3, 4 blaue, 1, 2, 3, 4 grüne. 3 rote, 4 blaue, 4 grüne. 3 rote, 4 blaue, 4 grüne. Oh Gott. Ein Gewusel. Welche Sorte gab es 3? Die roten. Yay. Ja, das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird's härter. Nächste Frage. Ich muss nur eine richtig beantworten, oder? Dann darf ich durch. 1, 2 Bomben, 2 rote, 4 blaue. 2 Bomben, 2 rote, 4 blaue. Ja. 2 Bomben, 2 rote, 4 blaue. 2 Bomben, 2 rote, 4 blaue. Boah, ich glaube die roten, oder? Ist das richtig? Ah, ich hoffe, es war nicht falsch. Ja, geil. Das ist richtig. Diese Frage muss selber gewinnen. Jetzt muss härter. Aber, hä, ich denke, ich darf jetzt durch. Ich denke, ich darf 2-mal falsch liegen. Ach du Scheiße. 2 Gumbas, 3 blaue, 1 grüner, 4 Koopas. Oh. 2. Okay, das war easy. Richtig. Ah, ich kann nicht glauben, dass du schon 4-mal richtig geantwortet hast. So, jetzt reicht's aber. Genug mit den Spielchen. Jetzt stelle ich dir eine richtig schwere Frage. Achso, ich muss wirklich 5 hintereinander, also 5 Fragen richtig beantworten. Also es sind 7 Fragen. Und 2 davon darf ich falsch beantworten. Nächste Frage. Okay. 1 Gumba. 1 roter, 1 lilaner. Gumba rechts, die Seite ist um.
der rote und der andere links. So, wie viele Arme gab es zu sehen? Goomba hat ja keine, also 4. Ha, wir haben gewonnen. Ah, korrekt. Ich fasse es nicht. Du hast 5 meiner super harten Nüsse geknackt. Ich wurde geschlagen. Von Mario, was für eine Schande. Naja. Lass mich rein. So, was wäre denn passiert, wenn ich falsch gelegen hätte? So, ein schöner Superpilz. Ahornsirup kriege ich auch noch hinterhergeschmissen. Ja, brauche ich halt alles nicht, ne? Hilfe! Okay. Da gibt's noch ein Gelee Royal. Ich glaube, das hole ich mir. 50 BP, dafür ein Ahornsirup weg oder ein Superpilz? Ich glaube, ein Superpilz. Weg damit. So, gibt es denn jetzt einen Bossfight oder was? Was los hier? Hallo? Oh Gott. PlayStation Zauber! Okay, ich ignoriere die einfach mal. Ja. Oder auch nicht. Aber die kennen wir ja auch schon, ne? Ja. Okay, die Frage ist jetzt, wie greife ich die am besten an? Was ist denn, wenn ich mit Bombette Mitglied wechseln? Die Megabombe macht. Da treffe ich ja alle. So. Okay, runterfallen tut aber keiner. Wenn ich jetzt einfach nochmal einen Sternsturm mache. Let's go. Bam, babam, bam, babam. Haben wir sie ja alle. Okay, so viele Erfahrungspunkte sind das leider nicht. Aber wir werden bestimmt noch ein Level-Up bekommen, bevor wir zu Bowser kommen. Okay, eine neue Tür. Kommt denn jetzt noch ein Bossfight oder? Also so ein Mini-Boss? I don't know. So, Save Point. Wo geht's hier lang? Alter, die Musik. Ja, da können wir wieder jemanden befreien. Bam. Auch wieder nur einer. Was ist denn da los? So, einmal mit dem Hammer drauf. Bombette, schaffst du das? Nee. Nee, schaff ich nicht. Achso, er wird jetzt der Mega-Wummer. Aber ich bin jetzt verwirrt, weil was war denn jetzt in der anderen Tür? Hätte ich die andere Tür zuerst gehen sollen? Habe ich da jetzt was? So, Kerkerschlüssel. Let's go. Ne, ich will doch eigentlich durch die andere Tür auch noch gehen. Unten war ja noch eine Tür, die nach links ging. Woher soll ich denn... So, einmal ausruhen bitte. Deswegen, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Und bin jetzt drauf und dran nochmal zurückzugehen. Mario, gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Ich kann nicht glauben, dass ich mich so einfach fangen ließ. Schande. Du musst sie retten. Hi. Wenn ich gewusst hätte, dass da sowas passiert, wäre ich nicht zum Bürgermeister-Pinguin wieder nach Hause gegangen. Ich wünschte, ich würde in Pippa City aufwachen und müsste nie wieder von dort weggehen. Ich träume jeden Tag vom lockeren Fruchtsorbet. Okay. Oh Mario, danke, dass du gekommen bist. Es ist schön, dich zu sehen. Alle Gefangenen sind in der Festung verstreut, deshalb sind hier nur wir vier. Sind die anderen in Sicherheit? Sag bitte nicht, dass wir die einzigen sind, die du gerettet hast. Ich hoffe, dass du bald wieder alles gut ist und wir uns wiedersehen können. Bla bla bla.
Okay. Ja, ich bin traurig. Warum? Gibt's hier einen Shortcut oder sowas? Oder muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen, wenn ich nach links möchte? Ich will wissen, was links gewesen wäre. Weil ich bin jetzt halt in die Tür links nicht reingegangen. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber die Musik ist cool. Mann, muss ich jetzt echt den ganzen Weg zurücklatschen? Warum gibt's da keine Abkürzung? Oder meint er, da gibt's irgendwo eine Abkürzung? Naja, komm, wir gucken erstmal in die anderen beiden Türen rein. Nicht, dass ich jetzt umsonst den Weg antrete, ne? Und dann gibt's da irgendwie so doch so einen ganz komischen Shortcut von den anderen Türen. Lieber mal kurz gucken. So. Ja, das letzte Mal sind wir halt rechts gegangen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt trotzdem nochmal nach rechts. Oder doch links? Wenn links so Shortcuts-mäßig irgendwas ist. Da ist ein Schalter. Ja. Oh, das geht schnell wieder. Ach nee, so geht das ja. Wow, Alter. Jawohl. Ein Ultrapilz. 50 KP. Okay. Tschüss, Superpilz. Okay, vielleicht war da unten halt auch nur so ein Raum. Bestimmt, ne? Ach Mann, den hätte ich halt einfach... Ja, woher soll ich das denn wissen? Woher soll man das denn wissen? Da war bestimmt auch nur so ein Raum. 100 Pro. Oder? Bestimmt auch nur so ein Itemraum. Das ist jetzt halt ärgerlich, aber ja, woher soll man das denn wissen? Ich dachte, da wir müssen in beide Räume. Aber nee, war nicht so. Sehr ärgerlich. Okay. Weiter geht's. Ja. Hi, Bruder. Okay, die haben echt viele KP. Die Jungs. Baba. Sternsturm. Könnt draufhüppen. Wir haben geile Items auf jeden Fall. Okay, komm, wir machen nochmal einen Sternsturm. Let's go. Hab ich noch Kaffee? Ich habe keinen Kaffee mehr. Das macht mich traurig. Oh yeah. So. Jetzt wäre ein Multijump echt gut. Wir machen jetzt einmal einen Tsunami, oder? Ja. Let's go. Ich hoffe, ich mache mindestens 5 Schaden. Sehr schön. So, guck mal, bald Level ab. Noch 17 Punkte. So muss das doch. Superpilz. Nee, brauche ich nicht. So, da ist wieder ein Schloss. Okay. Die Musik wird immer besser. So, rein da. Okay, hier haben wir wieder so ein Ding. Au! Oh, 5 Schaden. Wahnsinn. Okay, was machen wir denn mit denen? Superbeben und danach ein Tsunami. Bin ich, glaube ich, fein mit. Oder wir machen halt mit Cooper den Feuerpanzer.
Soll der auch reichen? Fehlt mir mal so ein bisschen was zu 100%. Aber die macht 15 Schaden bei dem Knochentrocken. Wahnsinn. 15 Schaden. Okay. Yay. Okay, das machen wir jetzt nochmal. Wie soll man das normalerweise machen? So. Okay, das geht klar. Okay, da kriegen wir direkt einen Schlüssel. Hinterhergeschmissen, Wahnsinn. Das ging ja relativ easy. Okay, Leute, aber das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüssi.